Moin moin zusammen und willkommen bei einer neuen Runde Witcher 3. So, wir sind wieder dabei, die Hauptmission zu machen, und zwar geht es weiter mit der Herrin des Waldes, der Quest. Und das heißt, wir müssen die Herrin des Waldes lesen. Es müsste ein Buch halt, eine neue Rüstung haben wir jetzt. Wir sind jetzt Level 8 geworden. Müsste ein Buch sein, das wir haben. Herrin des Waldes lesen. Für alle, die das durchlesen wollen, ich lasse es ganz kurz eingeblendet. Könnt ihr kurz das Bild stoppen? Finde die Mulmen vom Buckelsumpf. So, wo sind die? Hier gibt es wieder eine Quest, die möchte ich ganz schnell mitnehmen. Und dann müssen wir uns hier runterporten. Okay. Würde ich sagen, nehmen wir die Quest kurz mit. Die konnte ich vorhin gerade nicht annehmen, weil wir ja mit Kira gerade ein Rennen gemacht haben. Und dabei habe ich die Quest nur Komm schon. gesehen. Wie gesagt, ich möchte die Quest auf jeden Fall alle mitnehmen. Ob ich sie dann mache, ist eine andere Sache. Aber ich muss gucken, was für ein Level die hat. Algorg hat 6 Ferkel verlangt. Du hast nicht mal ein einziges mickriges Ferkel beschafft. Kein Wunder, dass er uns verflucht. Was macht er hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen? Mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Oh, wir könnten ich mit könnte mich reden. Bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen: Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, das ist gut. Vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Ein gieriger Gott. Oh, mal schnell, was das für eine Queststufe hat. Stufe 7. Nee, ich sagte, wir machen die Hauptmission jetzt. Ich hatte ja gesagt, wir machen die Hauptmission. Ich sagte, die Nebenmission werde ich, wie gesagt, so sporadisch machen. Immer wenn es gerade in den Level reinpasst. Wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass ich so extrem überlevelt bin. Das heißt, ich möchte nicht mit Level 10 irgendeine Level 6 Hauptquest machen. Weil sie haben mir gemeint, es wäre dann zu langweilig. Games hat ja den Test geschrieben, dass man sich nicht überleveln sollte, sonst ist es irgendwann ja sehr langweilig. Aber bisher, wie gesagt, die Schwierigkeit des Spieles, an einigen Stellen ist mir ja schon am Verzweifeln. Ein Pferd. Pferdchen. Lasst ihn nicht zu Atem kommen. Banditen, Banditen, Banditen. Ey, Hellpan, war ganz toll. Will mir doch gar nichts zu tun haben. Jetzt interessiert mich nicht.
Ich kann mal diese eine Markierung hier wegmachen, die nervt ein bisschen. Das ist übrigens die größte Karte auf der ganzen Map. Das ist Niemandsland. Folge dem süßen Pfad. Ich muss sagen, das ist der Pfad hier, ne? Hier hängen überall Süßigkeiten. Oh, diese Kiste. Na, wohin führt uns der Pfad? Da hinten zu dem Häuschen? Ein Knusperhäuschen. Die Hexen im Knusperhäuschen. Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und sog ihm ab das Fell. Und freute sich, jetzt endlich ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören... Versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Hört mal, das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr. Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Bist du eine Hexe? Ich suche jemanden. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Oh, ich soll wohl noch hartnäckiger werden. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht.
Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich habe nur eine Frage an dich. Du sollst nichts fragen, Fremder. Man darf nicht mit Fremden reden. Können wir jetzt essen? Suppe mit Schwarte. Hörst du? Er hat Angst vor dir. Mach meinen Kindern keine Angst. Aha. Kann man denn hier klauen? Fragte Kinder nach Hansi. Machen wir das gerade mal. Hansi, wo ist Hansi? Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Oh, verstecken. Gut, versteckt euch. Jetzt darf ein Hexer aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. Eins, zwei, drei, ein Hexer. 18, muss verstecken spielen. 19, 20. Alles muss versteckt sein. Aber mit Hexer sind es ja ganz einfach. Da ist Nummer 1. Hab dich. Komm raus. Wie hast du mich gefunden? Gibt es noch etwas Interessantes, was wir vielleicht mitnehmen? Nach Hundetag. Hier hoch. Naja. Ich kann dich sehen. Oh. Kann dich sehen und hören. Topsy, topsy, topsy. Alter, die gehen ja in die Richtung, die Flussabteile. Hab dich. Komm raus. Hast mich. Und der letzte. Ich bin so fett, passe ich nicht durch. Ich habe alle gefunden. Du bist ein Zauberer, oder? Zauberst du uns bei der Hütte was vor? Nein, ihr habt mir was versprochen. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar. Haben wir ja versprochen, oder?
Die Kinder sind cool. Oma, eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Die Kinder sind auf jeden Fall cool. Noch was zu looten? Nein. Was ist los? Da ist der Baum bestimmt, oder? Oh no. Sie echt ist, muss er Spuren hinterlassen. Findet Hansis Fußspur. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Weißt du auch was, die zu töten? Ich hab das Gefühl, das ist so ein... zu töten schon, aber zu looten? Ich würde sagen, der wohnt in dem Hügel hier. Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin ist? Hansi rufen. Aber vor mir Hansi rufen, meditieren wir mal. Kann ja immer nicht schaden, ne? Hansi, komm. Hansi? Hab keine Angst. Bist du ein Buka? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden.
Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Die Kleidung ist cool. Müssen wir durch die durchrennen? Verdammt! Still. Hey, mehrere Attacken auf einmal gehen aber gar nicht. Dicht bei mir. Wo will der Hinterkleine? Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Oh. Dann muss ich wohl hochklettern. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh, was ist das für eine Hütte? Oh. Na komm schon. Blockt und die einen schlagen, hat man gestunt oder wie? Okay. Dieser eine Skill hier mit den 10 Punkten Leben da immer, das bringt ja auch nicht viel, ne? Das ist ja eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Na, mal gucken, was in dem Nest ist. Oh. Oh.
Ja, klar, jede Menge Zeug. Da haben wir, glaube ich, ewig Zeit. Was habe ich jetzt für eine Lampe in der Hand? Alter! Papier. Papier. Ist das auch Loot dabei? Nee, oder? Komm schon. Oh, jetzt hat er nachgeladen. Puh. Alles beseitigt. Kleines grünes Muttergehen. Kleines blaues Mutagen. Diese Mutagene, die konnte man doch stapeln, oder? Mutagene. Mutagene. Ach nee. Angriffskraft, Vitalität. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. Gib Honsi die Flasche. Sag sehen, wie gechillt wir da zurück. Runtergerutscht sind. Hier. Schnaps, Schlängeln, Ringelflechte, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig pfeffrige Ponta-Pastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenden Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch.
Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Ja, ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach, sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren, da hat sie mich wohl nicht gehört. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Okay, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich über Kommentare freuen. Besonders zum Thema der Audioqualität, wie immer ein Thema bei mir. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Blue Chrome.